Man weiß nie, was kommt. Das ist auch schrecklich. Also wann und wie und was. Das hat ja bei mir mit Pizzalieferungen angefangen und dann ging es weiter mit Versicherungen, Paketen und es wurde immer mehr. Wenn ein Pizzafahrer am Tag vor der Tür steht, ist das okay, aber 10, 20, die sich dann Zutritt zu dem Haus verschaffen, zu unserer Wohnungstür verschaffen und dann hier aggressiv sind auf uns, obwohl wir gar nichts für können. Die Familie hat in jedem Fall richtig gehalten. Man sollte diese Fälle zunächst immer anzeigen. Und wenn man dann bei der Polizei aus verschiedensten Gründen nicht weiterkommt, weil kein Täter ermittelt werden kann, ist es sehr sinnvoll, selber Ermittlungen anzustellen im Rahmen des rechtlich Möglichen. Die Person zerstört mein Leben, weil ich kann jetzt wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie in Ruhe Versicherungen oder sowas für die Zukunft abschließen. Dann muss ich wahrscheinlich gesondert dann nochmal, keine Ahnung, irgendwelche Tests hinlegen oder so. Ich habe teilweise auch ganz oft hier geweint. Und bitte. Ruhig weiter. In den Paketen, ich weiß nicht so genau, was da drin ist. Ich habe bisher jetzt nur mal, als ich angerufen habe bei den Firmen, habe ich erfahren, dass da Sportschuhe zum Beispiel mal drin waren oder irgendwie Kfz-Teile und ich habe noch nicht mal ein Auto. Also wüsste ich noch nicht mal, was ich damit soll. Und das ist schon echt belastend, vor allem wenn man dann die Pakete noch wegschicken muss. Das ist alles zeitraubend. Zu deiner Arbeitsstelle wieder Datum genommen, oder? Zählt nicht, ja. Adresse. ADAC, ADAC, 12.06.21. Auch hier, ne? Mobilfunkvertrag. Mobilfunkvertrag hier auch wieder Frau. Frau Kevin Ernst, ja. Drei bei der Rechnung geschickt wurden, ne? Vom ADAC. Das war ein langer Kampf, weil da mussten wir ja dann die Anwälte einschicken. Hoffentlich steht nichts in der Schufa jetzt drin durch die ganzen Sachen. 49 Euro. Geht man in den Supermarkt und schließt dann einfach mal einen Vertrag auf deinen Namen. Oh, naja, wie gesagt, wahrscheinlich wird ein Promoter hat es. Ja, der hat sich die Zentrale hat das Provision. ja tatsächlich so abgeschlossen, wurde. Campuswerbung. Ja, der war froh, dass er seine Provision hatte an dem Verkaufsstand da. Hab ich nach Personalausweis und so geguckt. Der Schöne darf nicht mehr Kopf. Ja. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Ja, aber wenn du dein eigenes Leben führst, was dann? Ja, das ist halt eine gesonderte Prüfung, was die da machen. Ansonsten muss, mache ich das.
Gegend irgendwie Knoblauch oder so. Und dann hier so Zwiebeln, so, also so hauptsächlich scharfe Sachen. Dann hat es mir irgendwann so Klick gemacht, dass ja meine. Ja, hier zum Beispiel, ne, bei den Pizzabestellungen, da war das ja lange Zeit so, dass da irgendwie Knoblauch da stand, beziehungsweise ist es ja immer so meistens gewesen, oder ausnahmsweise mal hier Zwiebeln. Da hat es ja dann irgendwann bei mir Klick gemacht und dann habe ich gedacht, na, ist ein Indiz, dass es meine Ex-Freundin ist. Weil die. Ich frage dich ja schon jeden Tag, wann bist du denn da bei dem Arbeitgeber? Ja, also. Sogar mit der alten Handynummer hier auch noch hier. Ja, bei der einen Pizzeria, wo der Fahrer vor der Tür war, wo der gesagt hat, da hat ein Mädchen vorher angerufen, hat gesagt, wann kommt die Ware, ist die Ware. Alles krass in den letzten Wochen. Also, In dem letzten Jahr war alles krass, ja. ja, stimmt. Hat ja alles letztes Jahr im Herbst, sondern am 1. April ging das dann richtig in Massen, dann mit allem drum und dran. Und dann ging das immer mehr. Erst nur die Pizza, dann hat ja schon mal ein bisschen Last abgenommen. Zum Glück ist es jetzt auch ruhig seit der Wohnungsdurchsuchung. Bisschen in die Pötte kommen, das geht nicht, dass hier den einen Tag hier der Polizeieinsatz war und jetzt, ja, dann Macht er das keinen Ganze Spaß. so lange dauert. Weil ich wurde hier den einen Tag hier überfallen und. Das war das Traurige an der Geschichte. Wenn wir die Polizei gerufen haben, haben wir 1 Stunde, 2 Stunden gewartet. Und wenn die Pizzafahrer die ernst genommen haben, die uns immer, was wollt ihr denn so ungefähr? Und die uns weggeschickt. Ja. Also wer das nicht mitgemacht hat, der kann das gar nicht verstehen, wie man sich fühlt. Das ist Ja. kein schönes Gefühl. Vor allem dann auch. Was dadurch angerichtet worden ist, ist unsere Zeit so, ja, unsere Zeit, die da drauf gegangen ist, in meiner Mittags. Das ist ja auch echt schlimm, das zieht sich ja immer noch. Ja, Lieferando hat die Daten gleich gesperrt. Die haben gesagt, 20 Pizzen wurden bestellt und die haben die Daten zack gesperrt. Dann kann man das ja irgendwann auch nochmal vorlegen. Gesammelt. Alle deine alten. Ja. So ist Das ist das. halt traurig. Also eigentlich damals lief das auch Pizza bestellen über Telefon und jetzt über diese Apps. Das ist einfach gemacht alles. Die müssten sich so ein Sicherheitssystem da einbauen. Die IT Ja. ist heutzutage so ausgereift, darum verstehe ich das alles nicht. Also. Ja, also wir machen die Situation jetzt ein Jahr mit und man kann einfach nicht mehr, man ist am Ende der Kräfte. Man geht den ganzen Tag arbeiten, kommt nach Hause. Dann muss ich meinen Sohn stützen, wieder aufbauen, machen, tun, dass er mir halt nicht abstürzt. Ja, das ist sehr anstrengend. Wenn ein Pizzafahrer am Tag vor der Tür steht, ist das okay, aber 10, 20, die sich dann Zutritt zu dem Haus verschaffen, zu unserer Wohnungstür verschaffen und dann hier aggressiv sind auf uns, obwohl wir gar nichts für können. Und ja, das ist schon, das ist irgendwie so erniedrigend. Ja. Also es ist schon sehr auf meine Psyche gegangen. Ich hatte auch wegen dieser Sache Krankheitstage und so, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ja. Bin auf Arbeit auch mit vielen Menschen und ich konnte einfach nicht. Ich war am Ende meiner Kräfte, weil ich nicht mehr. Nachts klingelte das und ja, man konnte nicht schlafen, weil es nachts hier klingelte. Und Dann ging es immer so Schlag auf Schlag, wurde immer mehr. Also die Pizzalieferungen wurden dann täglich. Dann kamen Versicherungsverträge hinzu und Pakete, die dann geliefert wurden, was ich gar nicht bestellt habe. Dann musste ich mich mit den Firmen rumstreiten und ja, irgendwie das abstreiten, dass ich das nicht bestellt habe. Man weiß nie, was kommt. Das ist auch schrecklich. Also wann und wie und was, das ist immer so eine Frage. Und es kann von Mal zu Mal schlimmer werden. Es hat ja bei mir mit Pizzalieferungen angefangen und dann
ging es weiter mit Versicherungen, Paketen und es wurde immer mehr und belastender. Meistens sind die aggressiv, die verstehen das nicht, dass ich das nicht bestellt habe. Es gibt einzeln, aber auch nette Lieferanten, die dann das verstehen und dann sagen, okay, und dann fahren die wieder. Ja, aber leider ist es überwiegend, dass so, dass die aggressiv sind. Ich bin schockiert, überfordert, wenn man